Hallo und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer weiteren Folge Let's Play City Skylines. Mein Name ist der Allison Burger und wir befinden uns gerade Season 2, Folge bla bla bla, weiß ich nicht. Ist mir egal. So, ich habe jetzt schon 3-4 Tage nicht mehr gespielt. Und gucken wir mal, was meine Stadt inzwischen so kann. Oh, die ist größer geworden, als ich angenommen hatte. Was ist das hier? Universität. Ach ja. Stimmt, da war was. Das Gebäude ist tot. Weg damit. Wir wollen so tote Gebäude gar nicht erst hier rumstehen haben. So, wir wollten, glaube ich, einiges machen. Ja, stimmt. Hier hinten hat man noch unser Sorgenkind Bahnhof. Aber ich habe nachgeguckt, es müsste funktionieren eigentlich. Wir hatten ja unsere Anschlussstelle hier hinten und da kommt auch der rote Personenzug raus. Also es scheint zu funktionieren. Einfach mal eiskalt den Zug auch unter Erde geführt hier. Heftig, heftig. Hier hatten wir auch unsere Autobahn unter Wasser, unter Tage. Unter Wasser, sage ich schon. So, und jetzt gucken wir mal mit dem Strom. Die Verbindungsstelle hier macht ja eigentlich keinen Sinn mehr. Wir können ja jetzt weg. Weil wir ja hier jetzt drumherum gehen. Dann kann die hier auch weg. Die muss noch bleiben, damit wir hier unsere Scheiße wegpumpen können. So. Ein Blick aufs Wasser sagt mir Abwasserklärung. Wie sieht das eigentlich mit der Kacke hier so generell aus? Wasser. Verschmutzung. Oh, Scheiße. Das Frischwasser darf mir auf keinen Fall absaufen. Ab wann gibt's das hier? Ab 14.000 Einwohnern. Okay. Wäre auf jeden Fall ein Ziel, die 14.000 Einwohner bald zu bekommen. Mit dem Müll, Müllverbrennung, ja, sieht noch ganz gut aus. Mülldeponien sind leider voll ausgelastet. Das hier ist auch scheiße. Was machen wir denn damit jetzt? Eigentlich kann man damit nichts machen, ne? Das ist ein bisschen kacke. Das ist ein bisschen arg scheiße. Na gut. Feuer! Feuer sieht gut aus, außer hier. Warum es da immer brennt, weiß ich nicht. Die Feuerwache steht direkt neben dran. Ach nee, das ist Gesundheit, ne? Ach so, wegen dem Ding, ne? Ja, dann machen wir einfach Folgendes. Und reißen mal bis dahin ab. Was wollen die haben? Dicht besiedeltes Bürogebäude. Setzen wir einfach dahin. Und hoffen mal, dass die Kacke jetzt nicht mehr am Anstecken ist. Feuer. Ja. Ich sag mal, ja, es geht. Also direkt unter der Autobahn hier lang. Da ist die Feuergefahr recht hoch. Aber die Autobahn geht dann hier lang. Und da. Hä? Aber hier komischerweise nicht. Da. Weil wir da keine Wohngebäude haben. Hm. Naja gut, mit der Gefahr müssen wir leider leben, Leute. B.
Bildung, was sagt mir meine Bildung? Bildung sagt mir, ist okay. Also nahe Verbindungsstellen haben wir schon mal gar keine. Das ist ein bisschen kackjes. Können wir dagegen was machen? Ich glaube nicht. Glaub's nicht. Unser Industriegebiet. Okay. Aber. Ne, wir wollen nichts abreißen. Wir wollen nichts abreißen. Wir haben es abreißen gesagt. Weil wir können ja unsere Straßen wieder etwas erweitern. Ich glaube, hier machen wir eine Obertalbahn. Autobahn, die wir hier rumführen werden, ungefähr. So hier im Bogen. Oder die können wir besser hier runter und dann hier irgendwie wieder zurück. Das sehe ich, das hier ist auch schräg, aber nicht so schräg. Also es geht. Also können wir da das hier. Da das eine solche Straße ist. Und wir. Also bevor wir jetzt irgendwas machen, sollten wir eigentlich erstmal die Autobahn führen, ne? Was war das? Rechts ging es geradeaus, genau. Nehmen wir aber die hier. Beziehungsweise da machen wir eine Hochautobahn. Und hier geht es dann wieder runter. So. Oh, die ist schon so hoch, dass wir hier Brücke haben. Das ist mir aber eigentlich zu hoch. Das ist ein bisschen niedrig. Na gut. Dann arbeiten wir halt mal mit Brücke. Hat bisher noch keinen geschaltet. Glaub ich jetzt mal. So. Und hier machen wir jetzt einfach Folgendes. Boom. Und boom. So machen wir die Autobahnanschlüsse hier einfach. Das ist dann doch erstmal das Einfachste. So, hier machen wir erstmal ein Upgrade rein. Damit es da was leiser ist. Jo, das Ganze können wir hier noch, ich sag mal, umdrehen. Ich würde sagen, die Urautobahn. Ja, das Ding können wir erstmal so lassen eigentlich, ne? Dann bekommen wir hier noch unsere Strata, die wir, ich sag mal, so da jetzt parallel lang führen werden. Wo dann selbstverständlich auch unsere Einbahnstraßen hinführen werden. In dem Fall so und so. Aber dann auch halt dann. Logischerweise. Und da die da runterfahren, fahren wir hier wieder hoch. Und hier wieder runter. Und hier wieder hoch. Na. Na. Und hier wieder runter. Und hier können wir die Straße mal fortführen. Hier hast du 6A-spurige. Und wollen wir das Ganze aber auch beibehalten. Wir schon mal 6-spurig gehen. Weil dieses Prinzip hier mit dem fette Straße und dann Einbahnstraße rein ist, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt.
Weil wir hier Höhenunterschiede, glaube ich, haben. Deswegen ist das so ein bisschen scheiße mit der Bauverlegung gerade. So. Und hier mal wieder jetzt einen ganzen Block, Gebäudeblock hingeklatscht. Oh, hier habe ich gerade gesehen. Muss man upgraden. Also die Bäumchen sind ja schon ganz wichtig. Die machen, glaube ich, ein bisschen was aus an Gesundheit hier. Und wenn die Leute, glaube ich, nicht so schnell krank. Das hier ist ja alles Bürogebäude hier. Das finde ich ganz gut eigentlich. Weil dann würde ich jetzt hergehen und das Gebiet. Das Gebiet. Und ja, komm, von mir ist ja auch. Das Gebiet mit Bürogebäude voll machen. Und dann nochmal ein Gebiet hier mit Einwohnern. Oh, und bevor ich vergesse, ist ganz wichtig. Hier führen wir einmal Wasser durch. Durch dieses Viertel. Damit sich da keiner beschweren kann am Ende. Boom und boom. So, hier machen wir einfach mal unsere Wasserverbindungen durch. Oh, hier mal ein Gebäude zum Abreißen. Das möchte nicht mehr stehen. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich glaube, wenn wir hinten erstmal sowas anklatschen, reicht das, ne? Aber ich glaube, wenn die einen Friedhof haben, sind die erstmal ganz glücklich da hinten. Krematorien könnten... Oh, auch mit 14.000. Also mit 14.000 wird wieder einiges dazukommen. Feuerwache noch. Polizier noch. Bildung, ja, komm. Hauen wir hier auch nochmal eine Ecke Bildung hin. Dann hätte ich aber gerne noch hier hinten. Da. Und da zwei Schulen, die wir noch nicht in Betrieb haben, aber die schon mal existieren. Merkt man ganz genau hier drinnen, da kommt die Bildung noch nicht so an. Aber wir haben ja schon mal sehr, sehr hochgebildete Leute hier. Also so schlecht sind wir da gar nicht mit dran. Ach ja, da haben wir einen Park. Alles klar. Wir möchten auf jeden Fall wieder Leute hier hinziehen. Und dann placen wir erstmal noch so ein Viertel. Und so ein... Was heißt das eigentlich? Ein gering besiedeltes Wohngebiet und ein dicht besiedeltes Wohngebiet. Machen wir beides mal hin. Komm, kann ja nicht schaden. Hier unten haben wir auch sechsspurig. Kann man, denke ich, lassen. Oh, das war jetzt Einbahnstraße, die wir gebaut haben. Oh, oh. Hopp, hopp, hopp. Wo fängt denn die hier an? Da! Finde ich ganz schön frisch. Machen wir lieber sowas draus. Das gefällt mir besser. So, da gehen wir schon... Ah, alles klar, perfekt. Machen wir das am besten jetzt mal... so einfach hier hoch. Oh, wir haben schon wieder die falschen Straßen genommen. Kommt, Leute, das kann nicht wahr sein. Glückwunsch, juhu! Wasserverwaltungsanlage und Krematorien. Perfekt. Perfekt. Aber Benny hat Mist gebaut. Benny muss Mist erstmal ausgleichen. Also das kostet mich ja noch Geld, ey. Okay, die neue Straße wäre wahrscheinlich teurer gewesen, hätte ich sie gleich gebaut. Sag ich mal so. Wie sieht es mit Strom, mit Wasser? Wasser ist noch alles im Gebiet drin. Perfekt. Aber. Ja. So, ihr kommt weg. Und dafür machen wir 1,
2. Ihr werdet alle angeschlossen irgendwie. Wobei wir hier nochmal... Ah, komm. Dann will ich auch nochmal weg. Nur kurz hier ein bisschen, ich sag mal... So. Die dürften jetzt auch angeschlossen sein. Strom auch. Und Action. So, Strom hat auch kein Problem mehr. Die sind jetzt alle schon im Betrieb. Nice. Jetzt müsste das ekelhafte, dreckige Zeug auch mal wegkommen. So, wir können Krematorien bauen. Da machen wir eins hin. Und da. Und hier auch. Ja, das war's erstmal. So, Gesundheit, Friedhof, Krematorien, Verfügbarkeit. Wir haben verstorbene 77. Perfekt. Nice, nice, nice. So, Leute wollen aber trotzdem weiter noch ausbauen. Mache ich euch am besten nochmal zwei von den Gebieten hier hin. Zwei von den Gebieten. Und nochmal so ein Gebiet hier. Vielleicht wollt ihr das ja auch nochmal irgendwann haben. Wer weiß. Ich gebe euch hiermit die Chance. Sehen wir es mal so. Die Chance kriegt ihr hier gerade von mir. Strom. Strom sieht ganz okay aus. Kernkraftwerk erst mit 36.000 Leuten. Ja, ist okay. Wenn ihr mir das erst mit 36.000 Leuten geben wollt, meckere ich mal nicht rum. So, Feuerwehr. Mal hier zwei Gebäude stehen. Wir haben dort hinten eine Krankenhütte stehen. Das kostet ziemlich viel Unterhalt. Das ist teuer. Die Polizei geht voll klar. Oh, wir könnten eine... Die schöne Kunst genießen. Anforderung für den Bau des Kernfusionskraftwerkes. Was? Wenn das Anforderung für unser Kernkraftwerk ist... Kommt das mal dahin. Aber echt, das brauchen wir für unser Kernkraftwerk. Finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen übel. So, hier machen wir nochmal den da. So. Ja, Güterbahnhof scheint zu Lippe. Und den Leuten geht's hier prächtig, sehe ich. Die wollen nämlich schon wieder was haben. Dann kriegen sie einmal den hier. Oh, da fehlen wieder qualifizierte Arbeiter. Das heißt, ihr wollt lieber Bürogebäude haben. Finde ich auch sinnvoll, ja. Oh ja, Kacke können wir auch noch mal gerade gucken. Die Kacke muss ja auch laufen. Ich würde es einfach mal vorschlagen. Die Straße da unten ist sechsspurig. Also bauen wir die mal kurz was weiter. Und zwar von da darüber. Hier schräg lang. Das heißt, das Schräge bauen wir auch nur bis da jetzt erstmal. Also hier runter. Zack. Hier haben wir dann jetzt unsere Querverbindung. Und da hier sowieso nur Industrie und Gewerbe hinkommt, können wir auch nochmal hergehen. Und hier sowas Schickes hinbauen, inklusive zwei von denen. Und dann kann gleichzeitig auch der Quatsch hier weg.
Bis hierhin sogar. Oh,